Der leckt, oder? Nee, aber der erste mit seinem MX-5 oder was es ist, der geht ganz schön ab. Ich glaube, der hat alles auf Beschleunigung gesetzt. Boah, böse Kurve. Die sind auch, ich glaube, Level 13 und 18. Hörst du die? Nee, ne? Nee, also ich sehe zwar, dass sie was sagen, aber hören tue ich sie nicht. Also mal gucken, ob wir sie hier einholen. Ich bezweifle es. Doch, den einen, okay. Den Ford, den kriegst du. Dann ist dein Wagen zu lahm. Oh ja, lol. Den schon. Du bist vorbei, ne? Der Mazda ist auf Endgeschwindigkeit auch scheiße. Oh nee, schon wieder. Das war die falsche Strecke. Ich dachte, hier geht's nur geradeaus. Ja, guck mal, lass mal im Windschatten genießen. Perfekt, der Windschatten. Oh, der Ford, der wird schon wieder langsamer. Ja, weil da vorne jetzt die Kurve wieder kommt. Alles gut. Das war nicht geplant, sorry. Also die Bremse von dem Wagen hier ist ziemlich scheiße. Hast du Heckantrieb? Ja, bestimmt, ne? Ja, meiner hat Frontantrieb, das ist ja. Mit der Bremse. Nee, Front. Cool. Muss mal gucken, ich glaube, du darfst kein Gas geben, wenn du bremst, das ist das Problem. Ja, die Bremse ist total beschissen. Rum. Der erste ist aber echt schon über alle Berge. Ja. Obwohl der Ford, der ist nicht allzu gut. Mal schauen. Den könntest du noch kriegen. Aber den Mazda, den kriegst du nicht immer. Der ist schon im Ziel, hart. Oder? Nee. Ach, grad. Boah, das krieg ich glaube ich auch nicht mehr. Ah. Ne, also Kurven mit dem Auto sind beschissen. Gesehen, bei Amazon kann man auf Rechnung bestellen, ist das neu? 1,50 Euro. Nö, das geht schon die ganze Zeit. Ja. Aber das geht nur bis zu einer bestimmten Summe, glaube ich. Und je nachdem, wie oft du da schon bestellt hast. Ich habe mir nochmal einen Fehler erlaubt. Ah, da kommt wieder diese Assi-Kurve. Ah!
Dritter! Ah, verdammt! Raubtierbrause! Raubtierbrause! Mann, letzter! So, gab wieder ein bisschen Erfahrung. Der Kinect gibt's noch gar nichts, ne? Außer des Rivals. Ja. Für Kinect? So, Just ja, Dance? Das. Und ich glaube, dieses eine Kampfspiel, wo du selber so kämpfen musst. Net Killer Instinct, das andere. Killer Instinct habe ich gespielt, das ist ja kostenlos. Da musst du doch selber mit Kinect irgendwie kämpfen. Oh, lass mal hier Brand nehmen. Das hab ich auch mal gespielt. Weiter Strecke. Okay. Mein Auto hier noch irgendwie aufrüsten? Pack die mal zur Friendless. Mehr Leute zur Friendless ist immer gut. Ja. Also, welche wolltest Weiter. Du? Die erste oder die zweite? Okay, hab gedrückt. Jetzt kommen ganz andere jetzt? Maps. Ach, muss ich ein anderes Auto nehmen? Hä? Aber die Lobby, die wird hier auch nicht voll, gell? Angeblich können noch 12 Spieler mitspielen, ungefähr. Oder 16? Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich noch. Hast du Just Dance gekauft, sehe ich gerade? Ja, über den Store. 20% aller Erfolge hast du schon. Ja, meine Schwester wollte unbedingt die ganze Zeit tanzen und die hat mir dann die ganzen Erfolge da sozusagen erspielt. Es ist schon recht witzig, ja. Also ich glaube, wenn du sowas siehst, das kommt bestimmt gut an. Nee, ist ehrlich lustig. Du kannst ja sogar die Videos teilen. Mal schauen, ich warte ja auf Kinect Rivals, dass das rauskommt. Global von der ganzen Welt, jetzt, also Leute. Das eine Spiel habe ich ja schon gespielt, das ist echt gut. Da auch schon ein bisschen Muskelschmerzen von bekommen. Ja. Weil du musst die ganze Zeit beide Arme nach vorne ausstrecken. Das ist schon ziemlich, Also wenn du da so 2-3 Runden fährst, dass du so 20-30 Minuten lang die Arme nach vorne schrecken, das geht schon auf Knochen. Das tut schon weh, so. Ja. Was, Alter, wie die abziehen? Ey, das geht doch nicht, kann doch nicht sein! Ey, ja, vor allem, ja, ist auch ein C500, der hat genau die gleiche Klasse wie gleichen... wir. Ja, aber der hat halt eine andere Übersetzung, vermute ich mal ganz stark. Ja, aber er hat 500 Punkte, das heißt, er hat, also müsste eigentlich genau ausgeglichen sein trotzdem. Irgendwo einen Schwachpunkt haben. Ja, aber du kannst ja trotzdem dein Getriebe so übersetzen, wie du möchtest. Das heißt, er kann zum Beispiel alles voll auf Beschleunigung setzen und dann ja, in die Geschwindigkeit abpacken. Weil das, so schnell wie der ist, das ist nicht normal. Er hat irgendwas am Getriebe eingestellt. Weil ich vermute mal, du hast Standardgetriebe drin, oder?
Also die vorne kriegst du nicht mehr. Das ist echt hart, was sie da vorne abziehen. Ja, Hund! Die lässt ja bestimmt schon die ganze Zeit über uns, wir können sie ja nicht hören. Boah, der eine hat eine amerikanische Flagge drin, habe ich gesehen. Ja. Mit den neuen Hintergrundbildern für die Avatare ganz nett, aber was mir so ein bisschen fehlt ist, früher konnte man mehr Emotes machen irgendwie. Ja. Fehlt ja, also bei PlayStation kannst du mit deinem Avatar rumlaufen in so einer Spielgegend. Da kannst du Minispiele kostenlos spielen und kannst mit anderen Leuten chatten und so. Das könnte man... Nee, auf der PlayStation 3 konnte man das. War so ein richtig 3D-Raum, okay. So ein bisschen Sims 3 mäßig, wo du rumlaufen konntest und konntest dann in verschiedene Spielarsenale reinlaufen. Okay. Du konntest auch Schach spielen oder McGammon und cool. So. Und ich kenn von der PlayStation Home. Ja, genau, Home. PlayStation Home hieß das. Du konntest ja auch deine eigene Bude gestalten und ja. So. Da war ich zwar. Ja, genau. Ja, ja. Eine Art Second Life Verschnitt. Aber ich finde es halt schade, dass sie mit den Avatars von der Xbox so wenig machen. Gut, die ganzen Arcade-Games haben das genutzt, aber ich fand die, es war fast nur Schrott. Habe ich mir ja ein zu andere mal geholt, ja. Paintball und so, aber es ist halt immer nur ein Level, eine Waffe, 5 Schuss und irgendwie total crap. Mhm. War doch noch, dass ein gutes Pokerspiel endlich mal rauskommt, da freue ich mich schon drauf. Komm, und alle müssen ihre Kamera dann anhaben. Dann siehst du deine Karten und kannst dann Pass sagen oder Check oder Race oder so. Das kommt bestimmt cool. Voll geil. Aber kann man die Controller jetzt eigentlich am PC anschließen? Xbox noch nicht. Die PS4 direkt beim Start. Kabel? Also was ich gelesen habe. Micro-USB-Kabel wahrscheinlich, ne? Ja, genau, mit dem normalen Ladekabel, was halt dabei ist. Wenn du dir einen extra Controller kaufst, ist kein extra Kabel dabei. Ja. Also das finde ich schade bei der Xbox, ja, das dass die keinen Akku geliefert haben. Musst du wieder für 23 Euro scheiß Akku-Pack kaufen. Ich habe aber auch den zweiten Controller gleich mit Akku-Pack gekauft, also inklusives. Und da drin lag ein 2 Tage Gold Premium Key. Ja, ist auch sinnvoll. Aber ich finde diese neuen QR-Codes cool, oder? Ja, aber das fehlt echt. Also für 499 Euro, das mit den QR-Codes ist richtig geil. Ja. Das muss aber bei den Xbox One Controller, die Gold Abo des 2 Tages, musst du eintippen, das hat kein QR-Code. Ja, aber das ist echt cool, also. Ich vermute mal, das wird irgendwann Sony auch übernehmen. Mit dem QR-Code, dass man das dann da auch machen kann. Ich dachte, das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen sinnvollen QR-Code sehe. Das mal ist ganz ehrlich, wer fotografiert am Poster den QR-Code ab, so? Ja, keiner. Ich habe auf der Gamescom konnte man ja tippen, wie viele Leute auf so Need for Seed saßen, ne? Und das musste mit dem QR-Code musstest du das zum Gewinnspiel kommen. Da habe ich ja richtig geraten, irgendwie. Ich habe ja so einen Stuhl gewonnen. Okay. 360 echt, Euro. Das ist ja geil. Und ich habe nur so einen QR-Code gesehen bei Watch Dogs. Ja, genau. Dieser Typ, aber den habe ich nicht abgescannt. Ich hab's einfach mal Spaß halber gemacht. Da kam's halt nur auf diese eine Seite von dem Spiel. Ja, diese COS-Seite da. Von dieser Stadt. Oh, ich komme auch noch ins Ziel. Dritter. Steffi Reut ist auch da.